Die Frauen um Karl Marx. Wir erinnern uns. Anlässlich seines 200. Geburtstags am 5. Mai 2018 standen Leben und Werk des großen Denkers im Mittelpunkt öffentlichen Interesses. Trier hatte von der Volksrepublik China eine 5,5 Meter hohe Bronzeskulptur geschenkt bekommen. Hörls ironische und respektlose Skulpturengruppe von 2013 mit den roten kleinen Marx-Männern hätte man in Peking sicher nicht gutiert. Das Streben nach Befreiung des Menschen aus Knechtschaft und Abhängigkeit war Marx zentrales Thema. Ihm galt es, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, erniedrigtes Wesen ist. Daher mutet die Repression in Staaten, die sich bis vor 30 Jahren auf Marx beriefen, wie ein Hohn der Historie an. Mit seiner Analyse der Dynamik des entfesselten kapitalistischen Systems sah Marx Globalisierung und Überproduktion, Spekulationsirrsinn und Finanzkrisen voraus. Er stellte bereits die Frage nach der Endlichkeit der Ausbeutung des Planeten. Marx Werk ist reichhaltig, widersprüchlich und unvollendet. Er schuf kein geschlossenes Denksystem und mahnte uns, an allem zu zweifeln. So macht der Diskurs über Marx auch vor Schwächen und Fehlern nicht Halt. Ökonomischer Determinismus, Ignoranz gegenüber Kolonialismus, Technikgläubigkeit, Misogynie, aggressive, gelegentlich sogar antisemitische Empörungsrhetorik gegen politische Rivalen. Feministische Wissenschaftlerinnen sind uneins, ob sich die Frauenbefreiung überhaupt in den Marxismus einschreiben lässt. Frigga Haug stellt in Marxismus, Feminismus 2015 fest, dass die Fixierung auf nur eine Herrschaft mit nur einem einzigen Ausgangspunkt, die Vernachlässigung der Lebensproduktion und der in Kultur und Ideologie eingeschriebenen Frauenunterdrückung ein Werk eines männlichen Marxismus ist. Alle lebenserhaltenden und lebensentwickelnden Tätigkeiten sind ein blinder Fleck in Marx' Kritik der politischen Ökonomie. Sie werden nicht als Element für die Entwicklung des Kapitalismus gesehen. Die Reproduktionsarbeit ist aber für den Bestand der Lohnarbeitsverhältnisse zentral und für die Unterdrückung von Frauen funktional. Marx sah nicht, dass zwei einander überlagernde und miteinander verknüpfte Herrschaftsarten den Fortgang der Geschichte bestimmten. Die Verfügung des Kapitals über die menschliche Arbeitskraft und die Verfügung der Männer über die Arbeitskraft von Frauen, über ihre Körper. Frigga Haug spricht von Herrschaftsknoten im kapitalistischen Patriarchat. In einer gerade erschienenen Publikation »Geschlecht und Familie bei Marx« zeigt Heather Brown in ihrer Textspurensuche auf, dass Marx nicht gänzlich geschlechtsblind ist, dass er in den Pariser Manuskripten die Stellung der Frau als ein entscheidendes Kriterium für die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung begreift, dass er die starke Rolle von Frauen in der Pariser Kommune und in der Arbeiterbewegung würdigt, zum Beispiel in Artikeln für die New York Daily Tribune, dass er die Sektion der Internationale gedrängt hat, Frauen die Mitgliedschaft zu ermöglichen. Aber, so Heather Brown, Marx analysiert nicht, wie Geschlecht durch den Kapitalismus strukturiert wird. Er diskutiert Arbeit als primär männliche Arbeit. Er befasst sich nicht systematisch mit der Arbeit von Frauen und ihrer Marginalisierung. Er entwickelt keine Theorie von Patriarchat und Frauenunterdrückung. Ich befasse mich hier nun mit den Frauen um Marx.
Es geht mir um die Sichtbarmachung und Würdigung der Frauen, die Marx prägten und mit ihm lebten, ohne deren vielfältige Arbeiten, Sorgeleistungen und Aufmerksamkeit Marx der Nachwelt sein Werk nicht hätte überliefern können. Ich beginne mit Henriette Marx, geborene Pressburg, die Mutter. Sie wird 1788 geboren, stammt aus einer holländisch-ungarischen Rabbinerfamilie, spricht Jiddisch und löst sich trotz christlicher Taufe nie von ihren religiösen Wurzeln. Für ihre Zeit entwickelt sie eine gute Schreibkundigkeit. Zeitzeugen beschreiben sie als intelligent und gebildet. Sie heiratet mit 26 Jahren Heinrich Marx, bringt Vermögen mit in die Ehe. Nur dadurch kann der 11 Jahre ältere Ehemann einen Hausstand gründen und seinen Beruf als Anwalt ausüben. Henriette wird ganz in der Sorge um ihre Familie aufgehen. In 11 Jahren bringt sie 9 Kinder zur Welt, von denen sie 4 verliert. Ihr erstes Kind, Mauritz David, stirbt 3-jährig, kurz vor Karls erstem Geburtstag. So nimmt dieser den Platz des ältesten männlichen Kindes ein, wird Mutters Goldjunge und Vaters ganze Hoffnung. Der erkennt früh die Züge von Hochbegabung an Karl, den jüngeren Bruder aber schickt er in eine Bürodienerlehre. All das prägt Karls Selbstbild. Er wird als Kind zum Pascha, dem in einer privilegierten Familie seit der Wiege alles gelächelt hat. Den Umgang mit Geld wird er nie lernen. Mit der Mutter, von Tochter Emilie liebevoll, als Weltweiser in des Lebens Genuss und ein Engel im Entbehren beschrieben, kommt er nicht gut aus. Er achtet sie angesichts ihrer hausbackenen Ungeistigkeit nicht. Ihre Liebe kann er nicht erwidern. Als Student fordert er immer wieder Geld von ihr. Doch Henriette als kluge Wirtschafterin hält das Vermögen zusammen und hinterlässt ihren Kindern eine größere Summe. Karls Schuldscheine vernichtet sie nach einem lang ersehnten Besuch des Sohnes, sodass er mehr Geld bekommt als seine bescheideneren Geschwister. In Briefen an Engels spricht er respektlos von seiner Alten und als sie stirbt, zeigt er kaum Trauer. Karl Marx Schwestern. Schwester Sophia wird 2 Jahre vor Karl 1816 geboren. Die jüngeren 4, Henriette, Luise, Emilie und Caroline, folgen bis 1824. Von Schulbildung sind sie ausgeschlossen. Als das gesellschaftlich unterlegene Geschlecht prägen auch sie Karls Menschenbild. Sophia ist seine Vertraute. Obwohl er sich der Familie entfremdet und die Verwandtschaftsbande wegzuresonieren suche, halten sie und ihre Kinder den Kontakt aufrecht. Sophia wird 66-jährig in eine geschlossene, so sagte man damals, Irrenanstalt gebracht, nachdem sie auf der Straße Geldscheine verschenkt hatte. Diese prärevolutionäre Umverteilung führte zur Diagnose Dementia paralytica. Näheres war aus dem Klinikarchiv der Psychiatrie Düren nicht zu erfahren. Von Marx 4 jüngeren Schwestern sterben 2 als sehr junge Frauen, die anderen heiraten standesgemäß und gründen Familien. Nun komme ich zur Protagonistin, Jenny Marx, geborene von Westfalen. Als ich im Zuge der 68er-Bewegung Marx-Texte zu lesen begann, war uns ihr Name nicht bekannt. Warum, haben wir lange nicht gefragt. Jennys Mutter Amalie Caroline Heubel heiratet mit 31 den 42-jährigen Witwer
Ludwig von Westphalen, einen adligen Juristen. Er hat schon 4 Kinder, die beiden Töchter werden zu Verwandten gegeben, die Söhne bleiben beim Vater. Der ältere Ferdinand lehnt die 2. Frau des Vaters ab. Diese asymmetrische Familiendynamik hat Einfluss auf das Heranwachsen der neuen Kinder. Jenny von Westphalen kommt am 12. Februar 1814 in Salzwedel zur Welt. Dann lebt die Familie in Trier, einer katholischen Provinzstadt mit 12.000 Einwohnern. Jenny bekommt noch 2 Schwestern, Sophie und Laura. Diese stirbt, als Jenny 7 Jahre alt ist. Ein erster schwerer Verlust. Der Vater beschreibt Jenny als possierliches Kind. Wegen eines schlimmen Ausschlags macht sie erste Erfahrungen mit Isolation und Einsamkeit. Es werden nicht die letzten sein. Der Vater lehrt Jenny lesen und schreiben, sie erhält Hausunterricht und besucht eine private Töchterschule. Zwischen ihr und dem jüngeren Bruder Edgar beginnt eine Freundschaft mit den Marx-Kindern Sophie und Karl. Mit 14 wird Jenny konfirmiert mit dem Spruch: Ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Heute lese ich diesen Satz wie einen zufällig frühen Hinweis auf ihr Bestimmtsein durch den weltlichen Mann, in deren Bann sie ein Leben lang stehen wird. Jennys Familie ist sehr bildungsbewusst. Am Abend liest man sich gegenseitig Homer und Ovid, Shakespeare und Goethe vor. Jenny entwickelt eine Leidenschaft für Theater und für französische Kultur. Einen aristokratischen Lebensstil kann man sich nicht leisten. Oft plagen die Familie pekuniäre Sorgen, aber man hält mit Dienerschaft die repräsentative Fassade aufrecht. Dieses Paradox wird in Jennys späterer Lebensführung auf frappierende Weise wiederkehren. Mit 16 gilt sie als das schönste Mädchen von Trier und Ballkönigin. Das Leben junger adliger Frauen ist auf Heirat, Gebären und Repräsentieren ausgerichtet. Sie erhalten keine Ausbildung und der Gedanke einer selbstständigen Existenzsicherung scheint völlig abwegig. Jenny verlobt sich blind binnen weniger Tage mit einem 28-jährigen Leutnant, löst die Verbindung aber wegen dessen intellektueller und politischer Fadheit. Hätte sie den geheiratet, wäre sie im Meer des Vergessens versunken. Das Nein ist Jennys erste kleine Revolution. Ludwig von Westphalen entflammt seine Kinder für die Ideen von sozialer Gerechtigkeit und Freiheit. Jenny beschäftigt sich mit dem jungen Deutschland, sie liest viel, lernt Englisch und Französisch und abends referiert der Vater die Zeitungsmeldungen. Die Familie lebt in einer bildungsbürgerlichen Nische, in einer Kultur aus Freiheit und Bildung gegenüber einer preußisch-restaurativen, als feindlich konnotierten Umgebung. Mit 22 verliebt Jenny sich in den 18-jährigen Karl Marx, inzwischen ein junger Mann. Aus der Jugendfreundschaft wird eine stürmische Liebe. Sie wird seine Herzens-Jenny und er ihr Schwarzwildchen. Die beiden geben sich das Versprechen für immer. Es ist der Beginn einer 45-jährigen Beziehung. Eine Adlige mit einem 4 Jahre jüngeren Studenten, einem, wenn auch getauften Juden, einem Mann ohne Einkommen und Vermögen, das ist skandalös. Aber Jenny pfeift auf Konventionen, bereit, Standesprivilegien zu verlieren. Ihre 2. persönliche Revolution. Die Beziehung bleibt geheim. Nur ihre Schwester Sophie und Karls Vater sind eingeweiht.
Ohne Trauschein kann Jenny mit Karl nicht nach Berlin gehen. Trier ist mehr als 700 Kilometer entfernt. Die Reise mit der Postkutsche ist beschwerlich und teuer. Karl schickt Jenny Gedichte, kommt aber lange Zeit nicht nach Trier. Sie sitzt in der Provinz und fürchtet um seine Liebe. 1837 hält Karl Marx bei Ludwig von Westphalen um ihre Hand an. Der willigt gerne ein. Zum Entsetzen der spießigen Öffentlichkeit findet die offizielle Verlobung statt. Als Karl sich als Journalist bei der Rheinischen Zeitung in Köln Anfang der 1840er Jahre der demokratischen Bewegung anschließt, schreibt Jenny: »Ach Liebchen, nun mängelierst du dich noch gar in die Politik. Das ist ja das Halsbrechendste.« Das wird sich bewahrheiten. 7 Jahre wartet Jenny in Trier, nutzt die Zeit zu intensiver Fortbildung. Bald wird sie intellektuell nachziehen. Als spätes Mädchen will sie kein Opfer der Doppelmoral ihrer Zeit werden, indem sie sich an ihren Liebsten verschenkt. Doch 1841 verbringt die 27-Jährige mit Karl eine Nacht im kölnischen Hof am Rheinufer. Woher wir das wissen? Aus dem obligaten Gästebuch des Hoteliers und einem eindeutigen Brief: »Ich fühle keine Reue, in dem Gedanken selig, dir alles gewesen zu sein. Ich weiß sehr gut, was ich getan und wie ich vor der Welt geächtet wäre, und dennoch bin ich froh und selig.« 1843 heiratet Jenny von Westphalen kirchlich in Bad Kreuznach. Nicht einen Chefredakteur, sondern einen mittellosen Doktor der Philosophie, in dessen Fachbereich sie sich intensiv einliest. Für ein Hochzeitsfest fehlt das Geld. Jenny ahnt noch nicht, dass sie bald Wäsche oder Silber ins Pfandhaus tragen wird. Im Herbst 1843 gehen die beiden nach Paris. Das Zeitschriftenprojekt mit Arnold Ruge, deutsch-französische Jahrbücher, möge finanzielle Sicherheit bringen. Jenny ist fasziniert von der Metropole, wo schon 60.000 deutsche Exilierte leben. Eine Weile wohnt das Ehepaar mit 2 weiteren in einer privaten Pariser Kommune. Nein, keine WG mit Putzplan, man hat Personal für die lebensnotwendigen Arbeiten. Aber das Experiment überfordert die Beteiligten und ist bald zu Ende. 1844 bringt Jenny mit 30 eine Spätgebärende, ihre erste Tochter, zur Welt. Das Kind wird krank, doch es fehlt das Geld für einen Arzt. Heinrich Heine ist gerade zu Besuch und rettet das Kind durch ein heißes Bad. So die zwar nicht belegte, aber schöne Erzählung. Er bleibt für immer Freund der Familie, verehrt Jenny, und sie liebt sein Wintermärchen und die schlesischen Weber. Die preußische Regierung verfolgt Marx auch in Paris, schickt einen Spion in Treffen der deutschen Kommunisten, die die Abschaffung allen Besitzes predigen. Marx schreibt Artikel für den aufrührerischen Vorwärts. Jenny, erste Leserin und Kritikerin, fungiert als Textarbeiterin und Kommunikationsassistenz. Auch ein Brief von ihr wird dort abgedruckt. 1845 ereilt Karl der Ausweisungsbefehl der preußischen Regierung. Er verlässt Paris Richtung Brüssel und Jenny, schwanger mit der 2. Tochter, verkauft Möbel und Wäsche, bezahlt Schulden, beschafft Reisegeld und folgt ihm ins erste erzwungene Exil. Caroline von Westphalen macht ihrer Tochter ein besonderes Geschenk. Die Haushälterin
Helena Demuth, ihr gebührt nachher ein eigenes Kapitel. Auch Brüssel ist eine Emigrantenhochburg. Politische Freunde bilden dort eine kleine deutsche Kolonie. Die Jahre sind geprägt durch politische Arbeit. Marx und Engels gründen ein kommunistisches Korrespondenzkomitee, das großen Zuspruch erfährt. Jenny nimmt an allem teil, begleitet Karl in die Arbeitercafés und ist geschätzte Gastgeberin in der kleinen Wohnung. Jenny ist in dieser Männergesellschaft die einzige Frau, die den Herren eine eigene Position entgegensetzt. Für Marx ist sie der einzige Mensch, der unbedingt an ihn glaubt, ihn versteht und zu ihm hält, als Geliebte und intellektuell Vertraute. Und sie ist auch sein Schmuckstück. Sie erhöht ihn mit ihrer Ausstrahlung, was er genießt. Inzwischen gibt es da noch Friedrich Engels, Karls neuen Freund. Der reiche Industriellensohn, bon vivant, wird lebenslang Marx wichtigste geistige Bezugsperson. Er wird die Familie über 30 Jahre mit den Profiten aus der Textilfabrik seines Vaters unterstützen. Jenny missfällt Engels großer Einfluss und sie hasst die Abhängigkeit von dessen Großzügigkeit. Entsetzt ist sie über seine Liebesbeziehung mit Mary Burns, einer irischen Fabrikarbeiterin. Jenny will ihr nicht begegnen. Sie ist gefangen im Standesdünkel ihrer Herkunftsklasse und sie spricht von Engels Liebster stets als Little. Sie gilt als persona non grata. Mit den Jahren lernt Jenny Engels zu schätzen und ihre Kinder lieben den General, so sein Spitzname. Sie wird ihm noch oft danken für all die Liebe und Treue, mit der sie uns zur Seite stehen. Jenny legt großen Wert auf den Schein von Respektabilität und Karl pflegt bourgeoise Allüren, gibt Geld aus, das er nicht hat. 1847 wird der erste Sohn geboren, Edgar, genannt Musch, die Fliege, wegen seiner Zartheit. Endlich ein Garçon mit gesellschaftlichen Zukunftsperspektiven. Trotz der drei Kinder und beengter Wohnverhältnisse führt Jenny eine umfangreiche Korrespondenz, auch mit Männern der sozialistischen Bewegung und Geschäftspartnern. In den Brüsseler Jahren radikalisiert sich ihr politisches Denken. Ziel ist nunmehr laut Statuten des Bundes der Kommunisten der Sturz der Bourgeoisie und die Gründung einer neuen Gesellschaft ohne Klassen und ohne Privateigentum. Jenny arbeitet mit Karl am kommunistischen Manifest. Ein Gespenst geht um in Europa. Diese Zeilen und vielleicht mehr stammen aus ihrer Feder. Schauen wir nach Europa. Brutale Industrialisierung, Missernten in der Landwirtschaft, das bewirkt Krisen. Auflehnungen und Hungerunruhen. In Paris muss der König abdanken. Die Zweite Republik wird proklamiert. Revolutionäre Gewitterwolken überall. In Brüssel marschiert Marx vorne in einer Demonstration mit. Für eine Dame wie Frau Marx wäre das nicht schicklich. Die belgische Regierung will die oppositionelle Bewegung ihrer Führung berauben. Anfang März 1848 erhält Marx den Ausweisungsbescheid. In der Nacht werden beide verhaftet, 18 lange Stunden festgehalten. Sie kommen frei unter der Auflage, Belgien sofort zu verlassen. Ein zweites Mal sind sie Opfer staatlicher Willkür. Karl nimmt den Nachtzug nach Paris. Jenny muss wieder erst alles Praktische erledigen. Das revolutionäre Frankreich heißt Marx willkommen. Die Familie hofft, dass das Umherziehen bald ein Ende hat.
In Paris schwenken die Menschen die Trikolore und singen die Marseillaise. Jenny Marx schreibt dazu begeistert an einen Weggefährten. Das hiesige Treiben wird von Minute zu Minute bewegter. Heute Abend ziehen 400.000 Arbeiter vors Hôtel de Ville. Salut et fraternité, ihre Citoyenne et Vagabonde, Jenny Marx. In ganz Europa sind auch Frauen an politischen Kämpfen beteiligt. Eine Frauenbewegung beginnt sich zu formieren. Von Jenny gibt es dazu keine Kommentare. Wäre sie doch eine vielleicht ideale Vorkämpferin. Doch mit den Frauenrechtlerinnen hat sie als Ehefrau eines besonderen Mannes nichts zu tun. Eine Emanzipation ohne oder gar gegen die Männer kann sie sich sicher nicht vorstellen. Im April 1848 kommen Marx und Engels nach Köln. Sie planen die Herausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung. Die wird eine Instanz, eine Bewegung. Die Familie bezieht eine Wohnung in der Cäcilienstraße 7. Jenny beteiligt sich an der journalistischen Arbeit. Die gesamte Redaktion legt Wert auf ihr Urteil. Die Zeitung wird wegen Aufreizung zum Umsturz und zur Einführung der Sozialen Republik, wegen ihrer maßlosen Sprache und der Verhöhnung der königlichen Regierung nach knapp einem Jahr verboten. Die Revolution scheitert, die Marxen sind zunächst desillusioniert, glauben aber weiter an ihre politische Mission. Karl wird aus Preußen ausgewiesen. Jenny schreibt in ihren Erinnerungen: Die Bourgeoisie atmete auf, der Kleinbürger machte von neuem Geschäfte, die Arbeiter wurden vertrieben und gemaßregelt und die Männer, die mit Feder und Schwert für die Armen und Unterdrückten gekämpft hatten, waren froh, im Ausland für ihr Brot arbeiten zu dürfen. Zum dritten Mal muss Jenny den Hausstand auflösen. In Trier wird sie von Familie und Nachbarschaft nun als Frau eines gescheiterten Revolutionärs mitleidig angesehen. Und wieder ist sie schwanger. Im Juli 1949 vereint sich die Familie in Paris. Sie kommentiert: Karl sieht in all dem Druck auf uns allen nur den Vorboten eines nahen Sieges unserer politischen Lebensanschauung. Das zeugt mit Verlaub von Realitätsleugnung. Die Polizei überbringt bald den Befehl, Marx et Saddam müssten Paris sofort verlassen. Er bricht Ende August 1949 nach London auf, dem begehrten Zielort für Exilanten, denn in England gibt es ein Asylrecht. Jenny, Helena und die Kinder folgen Wochen später. Mit dem Verlassen des Kontinents beginnt ein letzter großer Lebensabschnitt für Jenny, voller erdrückender Ereignisse und Belastungen. London ist ein Babylon krasser Gegensätze, kosmopolitisch prächtig und reich, doch für die meisten brutal, stinkend und arm. In einer kärglichen Wohnung kommt das vierte Kind Guido, genannt Föckschen, zur Welt. Jenny ist angeschlagen. Dennoch tröstet sie andere Zufluchtsuchende und spricht ihnen Mut zu. Hören wir Wilhelm Liebknecht. Frau Marx war die erste Frau, durch welche ich die erzieherische Kraft und Macht der Frauen erkennen lernte. Sie war mir Mutter, Freundin, Vertraute und Beraterin. Wenn ich in London nicht zugrunde gegangen bin, dann verdanke ich es zum großen Teil ihr. Die Familie lebt für 6 Jahre zu siebt in 3 armselig möblierten Zimmern im multikulturellen Soho. Jenny ist wieder schwanger. Verhütung? Temporäre Abstinenz? Fehlanzeige. Jede Geburt ist eine große Katastrophe für Mutter und Kind, für beide lebensgefährlich.
angesichts wiederholter Pfändungen und einer fristlosen Wohnungskündigung, ringt sich der gute Engels durch, wieder in die Textilfirma seines Vaters einzusteigen, um Familie Marx verlässliche finanzielle Hilfen garantieren zu können. Diese Haltung ist ein Zeichen tief empfundener Freundschaft. Im März 1851 kommt das fünfte Kind, Franziska, zur Welt. Auch sie wird nur ein Jahr alt werden. Jenny ist am Ende. Ihr Mann klagt Engels gegenüber über Familienjammer, innere Kollisionen und Tränenbäche. In ihrem Lebensrückblick schreibt Jenny: In den Frühsommer des Jahres 1851 fällt noch ein Ereignis, welches ich nicht näher berühren will, das aber sehr zur Vermehrung unserer äußeren und inneren Sorgen beitrug. Gemeint ist die Niederkunft Helena Demuths mit einem Sohn, dessen Vater Karl Marx ist, der doch in seinen Texten die sexuelle Ausbeutung proletarischer Frauen vehement verurteilt. Diese verleugnete Vaterschaft wird ein verdrängtes Geheimnis. Jenny bleibt tief verletzt. Bei ihrem Mann hilft ihm und sich, einen Skandal zu vermeiden, der Marx' Reputation irreparabel zerstört hätte. Aber für einige Jahre nimmt sie sich eine Auszeit, also keine Geburten. 1852 schreibt sie an Karl nach Manchester, wo er mit Engels an die großen Männer des Exils arbeitet. Ich hatte mir vorgenommen, dich nicht mit den Geldgeschichten zu quälen. Ich sitze hier und weine und weiß keine Hilfe. Er antwortet: Du brauchst dich nicht genieren, wenn du mir deinen Kummer mitteilst. Du armes Teufelchen trägst ja die Last. Hier sei kurz angemerkt, dass Marx nur wenige Jahre seine Familie allein ernährt hat, aber etliche nicht kleine Vermögen ausgegeben hat. Anlässlich des Kölner Kommunistenprozesses 1852 starten Karl und Jenny Marx eine Gegenkampagne, eine Enthüllungspublikation. Jenny wird von ihm zu seinem Stellvertreter Sekretär Intim ernannt, was ihre aktive Mitarbeit auch nach außen hin dokumentiert. Sie debattiert mit Marx über seine Texte, redigiert, fertigt von ihr geglättete Abschriften seiner unlesbaren Manuskripte ganzer Bücher sowie wöchentlich zweier Artikel für die New York Daily Tribune. Dort bezeichnet man sie als Geschäftsführer der Firma Marx. Schließlich sorgt sie 11 Jahre dafür, dass Marx und im sicheren Hintergrund und als nicht seltener Autor Engels 465 Artikel, davon über 200 Leitartikel, publizieren können. Ihr obliegt auch die Korrespondenz mit an die 2000 meist politischen Briefpartnern. Jennys Kompetenzen sind Schreibbegabung, detailliertes Wissen, politisches Interesse und Urteilsvermögen. Sie steht mitten in der sozialistischen Bewegung, durchschaut Entwicklungen und erkennt Hintergründe, sammelt Materialien und Informationen, hält Marx auf dem Laufenden, führt Verhandlungen mit Verlegern und Übersetzern und erinnert ihn an termingebundene Arbeiten. Wenn die Londoner Politgemeinde bei Marxens einfällt, kneipt Jenny Marx fröhlich mit der Clique, mit und ohne Marx, der sehr oft krank ist, gepflegt von Haushälterin und Frau. Sigmund Freud wird zu Marx anmerken, dass nicht nur das materielle Sein das Bewusstsein bestimmt. 1855 kommt noch ein Kind, ein unprotected female. Auch dieser Tochter wird ein eigenes Kapitel zuteil.
Sohn Musch, 8-jährig, stirbt. Die Eltern werden seinen Verlust nie überwinden. Nach dem Tod von Jennys Mutter können die Marksons ein Haus am Stadtrand von London beziehen. Die erste Wohnung, die Jenny selbst möbliert. Sie wohnt nun endlich gutbürgerlich und kann hoffen, dass ihre Töchter standesgemäß heiraten. Ein Gast schreibt: Hier glänzte die ausgezeichnete Frau Marx, liebenswürdig, geistreich und frei von allem Stolz, so dass man sich behaglich fühlte. Nicht behaglich und von Chloral begleitet ist die 7. Schwangerschaft. Jenny ist 43. Das schwerbehinderte Neugeborene stirbt sofort nach der Geburt. Jenny fällt in eine schwere Depression. Nach ein paar ruhigeren Jahren erkrankt sie lebensbedrohlich an den schwarzen Pocken. Karl hat große Angst um sie und pflegt sie liebevoll. Sie überlebt. Als Karl Marx Mutter stirbt, erhält er seinen Restanteil aus dem väterlichen Erbe und ein Freund vermacht ihm noch sein Vermögen. So viel Geld. Man zieht in ein größeres Haus, lebt auf großem Fuß, lädt zu Lesungen im Salon, gibt Bälle für die Töchter und denkt nicht an eine Rücklage. Das Geld schmilzt dahin. 1864 arbeitet Jenny an ihren brillant formulierten Lebenserinnerungen, die uns heute eine wichtige Quelle sind, ebenso wie die 329 Briefe, ediert von Angelika Limroth. Und sie begleitet Marx wissenschaftliches Hauptwerk, das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Das Opus Magnum 10 Jahre lang. Sie fürchtet, dass er es nie zu Ende bringen wird. Als der erste Band 1867 erscheint, schreibt Jenny an einen Freund: Natürlich hat Marx keine spezifischen Heilmittel parat, keine Pillen, keine Salben, um die klaffenden Wunden unserer Gesellschaft zu heilen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft. Sie ist selbst eine ökonomische Potenz. Manch Kapital ist kapitalisiertes Kinderblut. Jenny lobt trotz der dialektischen Spitzfindigkeiten die inhaltliche Stringenz des Textes. Enttäuscht über den Mangel an Resonanz auf das Kapital in Deutschland, schreibt Jenny: Wenn die Arbeiter eine Ahnung von der Aufopferung hätten, die nötig war, dieses Werk, das nur für sie und in ihrem Interesse geschrieben ist, zu vollenden, so würden sie vielleicht etwas mehr Interesse zeigen. Hier zeigt sie, in Unkenntnis der praktischen Lage des Proletariats, eine gewisse Weltfremdheit. 1871 ziehen in Paris Hunderttausende von Menschen mit roten Fahnen und Forderungen vors Stadthaus. Die Pariser Kommune wird von den Marxens begrüßt und deren Scheitern betrauert. Durch Engels jährliche Unterstützung mit großzügigen Summen ist das Leben der Marx-Familie unbeschwerter geworden. Jenny befasst sich mit Kunst, Musik, Literatur und Philosophie. Sie besucht regelmäßig die Theater in London und schreibt als exzellente Kennerin der Theatergeschichte, der Theaterszene und ihres Lieblingsautors William Shakespeare Kritiken auf hohem Niveau für die Feuilletons. Sie liebt Shakespeares starke Frauengestalten. Sie formuliert mit leichter Hand, frisch, mit Sprachwitz und Mut zur Provokation. Es gelingt ihr, die Shakespeare-Renaissance in Deutschland zu befördern. Im Confession Book, einem Poesiealbum der ältesten Tochter, trägt die Mutter ein: Hauptmerkmal, Empfindsamkeit. Glück, Gesundheit. Unglück, Abhängigkeit. Abneigung, Schulden.
Heldin Florence Nightingale. Lieblingsmaxime: Alles halb so schlimm. Doch es wird schlimm. 1877 kommt die Diagnose: Leberkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Jenny Marx klagt nicht. Ihre hohe Resilienz hilft ihr jetzt, sogar ihre Rolle als Gastgeberin noch zu erfüllen. Sie besucht noch einmal die älteste Tochter in Frankreich und fährt mit Karl in einer offenen Kutsche durch Paris. Zu Hause in London wird sie bettlägerig. 2 Monate pflegt Karl sie mit Helena Demuth. Am 2. Dezember 1881 stirbt Jenny Marx im Alter von 67 Jahren bei vollem Bewusstsein. Ihre letzten Worte sind: Meine Kräfte sind gebrochen. Gut. Engels würdigt in seiner Grabrede ihre politischen Verdienste für die sozialistische Bewegung und wird dann persönlicher. Wenn es jemals eine Frau gab, die ihr größtes Glück darin gesehen hat, andere glücklich zu machen, so war es diese Frau. Jenny von Westphalen war eine starke Frau, für ihre Zeit ungewöhnlich gebildet und politisch aktiv. Sie zeigte Größe, wenn das Leben sie klein machen wollte. Das Dasein verlangte ihr alles ab, was der Bund fürs Leben einer Frau zumuten kann. Sie ordnete sich nach den Regeln des Patriarchats ihrem Mann unter, doch die beiden bildeten 2 Pfeiler einer Brücke, so der Biograf Jürgen Neffe. Dank ihrer gesellschaftlichen Herkunft und Karls Wertschätzung führte Jenny kein geistig verkümmertes Leben. Auf dem Grabstein der Familie auf dem Friedhof Highgate in London steht: Jenny von Westphalen, the beloved wife of Karl Marx. In der DDR wurden Jenny Marx Gedenkfeiern zuteil. Sie wurde gewürdigt durch eine Briefmarke und zahlreiche Namensverleihungen. In ihrem Geburtshaus in Salzwedel ehrt sie eine Bronzeplastik. Am Wohnhaus der Familie von Westphalen in Trier ist eine Gedenkplatte angebracht und Straßen sind nach ihr benannt. Bereits erwähnt hatte ich Helena Demuth, die Haushälterin und Freundin und Seele des Hauses, 1820 bis 1890. Sie wird 1820 als 5. Kind eines Tagelöhners, Ackerers und Bäckers in St. Wedel im Saarland geboren. Ihre früh verwitwete Mutter schickt sie mit 9 Jahren als Dienstmagd nach Trier gegen Kost und Logis. Mit 12 kommt sie zur Familie von Westphalen, wo sie gut behandelt wird und eine ganz neue Welt kennenlernt. 25-jährig schickt Jennys Mutter ihr eigenes bewährtes Mädchen der Tochter zur Hilfe nach Brüssel. Leider gibt es von Helena selbst, genannt Lenchen, kaum schriftliche Zeugnisse. Im Confession Book von Tochter Jenny Marx trägt Helena über sich Folgendes ein: Ihre Lieblingstugend: Entschlossenheit. Hauptmerkmal: die Liebe zu den Marx-Kindern. Unglück: von anderen abhängig zu sein. Verabscheue Egoismus. Maxime: leben und leben lassen. Zeitgenössische Quellen zeichnen Helena als resolut und selbstbewusst. Als Familienfreundin und politische Gefährtin vertritt sie eigene Positionen. Liebknecht berichtet: Lenchen hatte die Diktatur im Haus und Frau Marx die Herrschaft. Marx fügte sich ihr wie ein Lamm. Imponieren konnte ihr der große Marx nicht. Sie kannte seine Schwächen und Fehler.
Lenchens Meinung wurde mit Hochachtung von allen entgegengenommen. Die Marx-Kinder nennen ihre zweite Mutter Nimi. Marx meint, ihre Demut, Hochmut, Wehmut können das ganze Universum lenken. Und Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Marx, wird einmal schreiben, sie war der Majordomus und hatte die ganze Familie Marx adoptiert. Als Helena 1850 während einer Geldbeschaffungsreise von Jenny von Marx schwanger wird, schweigt sie. Engels übernimmt die Vaterschaft, um das skandalöse Myster zu verschleiern, lässt sich aber amtlich nicht eintragen. Er bezahlt. Das ungewollte Kind Harry Frederik wird zu einer armen Pflegefamilie weit weg im Arbeiterviertel East End abgeschoben. Helena bleibt im Haus der Marxens. Sie darf ihr Kind nicht ins Haus holen, besucht Freddy nur in ihren freien Stunden. Engels stellt erst kurz vor seinem Tod klar, als er niemand mehr schaden kann, dass Marx der Vater von Frederik Demuth ist. Helena pflegt Jenny und Karl im Alter bis zu deren Tod. Sie erbt Marx persönlichstes Erinnerungsstück, dessen Vaters silberne Taschenuhr. Die letzten 7 Jahre verbringt sie im Hause Engels, leitet den Haushalt. Für schwere Arbeiten hat sie ein Hausmädchen. Helena unterstützt Engels beim Ordnen von Marx Nachlass. Sie geht mit ihm ins Theater und auf Reisen. Es gibt vergnügte Tafelrunden mit Engels Freunden, die auch Helenas Freunde werden. Frederik Demuth ist dabei ein gern gesehener Gast. Als Büchsenmacher bringt er es zum Ingenieur, wird Gewerkschafter und Aktivist der Labour Party. Nach ihrem schweren Lebensweg hat Helena nun einen glücklichen Lebensabend. Im Herbst 1890 erkrankt sie schwer und stirbt 70-jährig. Ihrem Sohn vererbt sie 95 von ihrem Lohn abgesparte Pfund. Engels hält die Grabrede. Wir waren die letzten zwei der alten Garde von vor 1848. Wenn ich Ruhe zum Arbeiten fand, so ist das ihr Werk. Ich danke dem Sonnenschein in meinem Haus. Auf dem Highgate-Friedhof steht auf Wunsch von Jenny und Karl Marx auch Helena auf dem Grabstein. Ihr zu Ehren wurde eine Schule in St. Wendel benannt und 2012 eine fast lebensgroße Bronzestatue an der Stadtmauer aufgestellt. Die Marx-Töchter. Von 7 Kindern überleben nur 3 ihre Eltern. 3 Töchter, alle außergewöhnlich begabt, mehrsprachig, belesen. Die 3 Silberblicke unseres Lebens, so Jenny. Sie reden ihre Eltern mit Spitz- und Kosenamen an. Die Mutter Möhme und Möhmchen, Mumchen, den Vater Moor, Celli, Dada oder Old Nick. Das ist ungewöhnlich in einer Zeit, in der bürgerliche Kinder ihre Eltern siezen. Die Eltern Marx behandeln ihre Kinder wie kluge, kleine Erwachsene. Reglementierende Erziehung lehnen sie ab. Erstaunlich in einer patriarchalisch strukturierten Familie dieser Zeit. Da der oft abwesende Vater im Mittelpunkt der Liebe und des Interesses steht, sind die Töchter auf ihn fixiert. Alle werden stets involviert in politischen Gesprächen, von der Idee des Sozialismus überzeugt. Sie fühlen sich berufen, für den Vater und die Sache bedingungslos einzutreten, und alle 3 werden treue Partnerinnen sozialistischer Männer, alle Exilanten, geflohene Staatsfeinde. Jenny Caroline Longuet, geborene Marx, die älteste Tochter.
Sie wird 1844 in Paris geboren, in einer noch glücklichen Aufbruchszeit ihrer Eltern. Ihre Hauptbegabung ist Redegewandtheit. Sie leidet an Asthmaanfällen und reagiert somatisch auf seelische Erschütterungen. Das trefflichste Kind der Welt fühlt den ganzen Druck und die Schwere unserer Verhältnisse, schreibt der Vater über die Achtjährige. Unter seiner Anleitung wird Jenny schon früh mit Literatur, Geschichte und Politik gefüttert, was ihre Notizbücher zeigen. In 5 Sprachen schreibt sie Gedichte ab. Die Young Ladies School, private Lehrinstitute, vermitteln nur gesellschaftskonforme Fähigkeiten, leisten aber keine fundierte Bildung. Als 20-Jährige beginnt Jenny, längst politisiert, dem Vater bei der Erledigung der Geschäfte der Internationale zu helfen. Sie sammelt Berichte und Artikel in europäischen Zeitungen, die für die Arbeit am Kapital relevant sind, betätigt sich selbst publizistisch. Als leidenschaftliche Anhängerin der irischen Freiheitsbewegung schreibt sie Texte, die in Presse und Parlament Sturm hervorrufen und zur Freilassung inhaftierter Iren führen. Marx ist stolz auf seinen Kaiser, so der Spitzname für das Herzenskind. So unterschreibt sie auch Briefe an ihre Schwestern, die sie gelegentlich mit edler Kronprinz Laura, die zweite, und niedrig geborener Hottentotte, die kleine Eleanor, anredet. Mit 28 heiratet Jenny Charles Longuet, einen französischen Aktivisten der internationalen Arbeiterbewegung. Als Teilnehmer der Pariser Kommune war er nach deren Niederschlagung nach London geflohen. Er behandelt seine Frau schlecht, die Eltern beklagen in Briefen Jennys Last, die diskrete Umschreibung für Gewalt, so der Marx-Biograf Jürgen Neffe. Offenbar ist die Übereinstimmung der Ansichten und Lebensüberzeugungen keine dauerhafte Bürgschaft für gelingendes Leben. Jenny wird in 9 Jahren 6 Kinder zur Welt bringen, von denen das erste früh stirbt. Sie empfindet ihr Dasein zuweilen als Gefangenschaft. Wir sehen Parallelen zum Leben der Mutter, denn das Aufopfern hat auch sie gut gelernt. 6 Jahre unterrichtet sie Deutsch an einer Privatschule. Sie stirbt mit 38 an Krebs. Von ihren Söhnen haben 3 Familien gegründet. 4 ihrer Enkel besuchten Moskau zum 150. Geburtstag des Urgroßvaters. Einer übergab Gegenstände seiner Urgroßmutter dem Museum für deutsche Geschichte in Berlin, DDR, und historische Dokumente an das Institut für Marxismus-Leninismus. Laura Lafargue, geborene Marx, die zweite Tochter. Sie wird 1845 im Exil in Brüssel geboren. Die Mutter zeichnet sie als lichter, leichter und klarer als die ältere Schwester. Auch sie erbringt Spitzenleistungen im Ladies Seminar, schreibt Gedichte in englischer Sprache und übersetzt Heine und Goethe ins Englische. Sie besucht das South Hampstead College in London, da Frauen der Besuch einer Universität noch verwehrt ist. Mit 18 wird auch sie Mitarbeiterin ihres Vaters und wertet Dokumente aus. Laura verliebt sich in den französischen Sozialisten Paul Lafargue, Student der Medizin, Mitglied der Ersten Internationale. Marx mahnt wie ein kleinbürgerlicher Moralapostel den Schwiegersohn in spe zu Zurückhaltung und spricht ihn prüfend auf seine Vermögensverhältnisse an. Mutter Marx lobt Pauls Herzensgüte und Hingabe an Laura. Engels wird Trauzeuge und bezahlt die Hochzeitsfeier. Er wird den Lafargues auch weiterhin immer wieder Geld zukommen lassen. Die Partnerschaft scheint harmonisch. Die beiden leben miteinander eher in Augenhöhe. Lafargue, Sohn einer kubanischen Mutter,
positioniert sich gegen Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Er bezeichnet sich in journalistischen Texten stolz als Homme de couleur und revolutionärer Mulatte. Laura bringt 3 Kinder zur Welt, alle sterben im frühesten Kindesalter. Lafargue gibt aus Verzweiflung darüber seinen Arztberuf auf. Laura findet zunächst nicht zu einer neuen Aufgabe. Während der Kämpfe der Pariser Kommune schreibt sie: Ich habe vor, mich im Pistolenschießen zu üben, da ich sehe, wie tapfer sich die Frauen bei den Kämpfen schlugen. Nach dem Fall der Kommune muss die Familie ins Exil gehen. Erst 1882 können sie zurückkehren. Beide engagieren sich in der französischen Arbeiterbewegung. Laura übersetzt Werke ihres Vaters in Französische und Texte aus Lafargues umfangreichem Werk ins Englische. Mit 66 und 69 Jahren stirbt das Paar durch Suizid mit Zyankali-Injektionen. In einer Notiz von Paul heißt es: Bevor das unerbittliche Alter alle Vergnügungen und Freuden genommen und mich meiner geistigen und körperlichen Kräfte beraubt hat und mich für mich und andere zur Last werden lässt. 15.000 Menschen begleiten den Trauerzug zum Friedhof Père Lachaise, wo Lenin im Namen der russischen Sozialdemokratie eine Grabrede hält und Eduard Bernstein Paul Lafargue als geistig bedeutendsten Führer des Sozialismus in Frankreich würdigt. Eleanor Marx Aveling, die jüngste Marx-Tochter. Sie, Tussi genannt, kommt 1855 zur Welt. Der Vater kommentiert, sie habe leider the sex par excellence. Wäre es ein männliches Wesen, so ginge die Sache schon eher. Nach dem Tod des geliebten Sohnes Edgar, genannt Musch, wird Eleanor der kleine Thronfolger. Die Mutter spricht vom Abgott, Licht und Leben unseres Hauses. Der Vater meint, Jenny habe sich im Geschlecht vertan, denn seine kleine Tochter habe den Charakter eines Knaben. Lesen und Schreiben lernt sie beim Dada. Mit 6 möchte sie gerne Abraham Lincoln zur Abschaffung der Sklaverei auffordern. Mit 9 schreibt sie an einen Verwandten: Ich höre, dass Sie ein großer Politiker sind und so werden wir beide uns sicher gut verstehen. Was halten Sie von der neuesten Entwicklung in Polen? Tussi lehnt alles ab, was eine Dame von Stand lernen soll. Sie trägt in der Turnschule den Blumeranzug mit so einer Ballonhose, ein unschickliches Symbol des Feminismus. Als Teenager verbringt sie mehrere Monate bei Engels in Manchester und Irland. Sie wird eine Politikerin von top to bottom werden. Mit 17 verliebt sie sich in den doppelt so alten französischen Journalisten Lisa Garay, ein Intellektueller mit politischer Hafterfahrung, der an einer Publikation über die Pariser Kommune arbeitet. Marx, in Rivalität gefangen, verbietet wie ein Spießer seiner Tochter diese Beziehung. Doch Eleanor betrachtet sich als sa femme. Fast ein Jahrzehnt wird sie im Konflikt leben, dann die Verlobung lösen, um ein selbstständiges Leben anzugehen. Eleanor arbeitet als Governess, also als Kinderfrau, und unterrichtet in einem Mädchenpensionat Deutsch und Französisch. Sie geht allein in Lokale, liest Zeitungen dort und raucht. Ihr rollenwidriges Verhalten wird ihr den Titel eine englisch-deutsche George Sand einbringen. Sehr belesen, aber ohne Ausbildung, beginnt Eleanor, sich als Journalistin und Übersetzerin zu profilieren. Die deutsche Sozialdemokratie wendet sich gern an die Marx-Tochter, die ihren Verstand
dem Kampf für die Befreiung der Unterdrückten und Ausgebeuteten widmet. Im Zuge der Bismarckschen Sozialistengesetze schickt sie an 38 Zeitungen eine Verurteilung der repressiven staatlichen Aktionen. Als die Mutter sehr krank wird, beteiligt sich Eleanor an der Pflege. Nach deren Tod macht sie, 27-jährig, eine schwere Krise durch, leidet an Anorexie und Depression. Ihr Kommentar: Was niemand verstehen will, ist, dass ich seelischen Kummer habe. Ruhe ist das Letzte, was ich brauche. Und ich würde viel eher kräftig, wenn ich eine konkrete, kontinuierliche Arbeit hätte, als ewig weiter zu warten. Nach Marks Tod verbrennen Eleanor und Laura den Briefwechsel der Eltern. Nur wenige Briefe gelangen in die Hände Dritter. Eleanor macht sich mit Engels an Marks riesige Konvolute, aus denen der zweite Band des Kapital entstehen wird. Und sie übersetzt den ersten Band ins Englische, eine Sisyphos-Arbeit, unterstützt von ihrem neuen Liebhaber Edward Aveling, einem Publizisten aus der Sozialistischen Partei, dem sie sich wegen ihres Vaterkomplexes völlig ausliefert und der sich die Rolle des Editors anmaßt. Eleanor wird eine bekannte politische Aktivistin, interessiert sich für die Suffragettenbewegung und russische Revolutionärinnen, schärft ihr Denken in der Sozialistischen Partei Englands, reist mit Aveling und Liebknecht auf Agitationstour in die USA. Sie machen 35 Städte in 12 Wochen. Sie agitiert vor Massen von Streikenden als Lady Liberty auch für die Gleichstellung von Frauen. Sie agiert als Schlüsselfigur in der Arbeiterbewegung und wird eine der einflussreichsten politischen Rednerinnen Englands. Im Londoner East End setzt sie sich auch aktiv sozialarbeiterisch für das jüdische Proletariat ein. Mit dem Satz »I'm a Jewess« bricht sie das Tabu um die Herkunft ihres Vaters. Sie unterstützt 250.000 streikende Gasarbeiter und Docker und gründet mit Arbeiterinnen, die sie liebevoll »Our Mother« nennen, eine Frauensektion innerhalb der Gewerkschaft. Bei der ersten Maikundgebung 1890 hält Eleanor im Hyde Park vor 300.000 Menschen eine flammende Rede. Beim Kongress der Zweiten Internationale in Brüssel moniert sie, dass viele Arbeiter die Frau als persönliches Eigentum und Haustier betrachten. Und sie beantragt, dass die Gleichstellung der Geschlechter in die Programme der sozialistischen Parteien aller Länder aufgenommen werde. Mit Erfolg. Sie schreibt auch im deutschsprachigen Raum über die Arbeiterinnenbewegung und die unbegrenzte Reproduktionsarbeit von Frauen. Nach Engels Tod verfasst sie 40-jährig ihr Testament. Darin vermacht sie ihrem Husband, der er nicht ist, ihr Vermögen sowie die Einkünfte aus den Werken ihres Vaters. Ein Jahr später erkrankt sie schwer, kann nicht mehr sprechen und essen. Aveling verlässt sie, ihn interessiert nur das Erbe, das Engels hier ihr hinterlassen hat. Er heiratet unter falschem Namen die 22-jährige Schauspielerin Eva Frey. 1898 nimmt Eleanor sich aus Verzweiflung nach Erhalt eines sie schockierenden Briefes, den Aveling beseitigt, mit Blausäure das Leben. An der Trauerfeier nehmen Sozialisten aus dem In- und Ausland teil. Es herrscht Fassungslosigkeit und Empörung. Kautsky und Bernstein drängen darauf, dass Aveling der Prozess wegen Beihilfe zum Suizid gemacht wird, aber die Bewegung fürchtet den Skandal und beschränkt sich
auf ehrliche Nachrufe. Zu spät für Eleanor, die nur 43 Jahre alt wurde, die an der Geschlechterfrage gearbeitet, aber privat an ihr gescheitert ist. Als ihre Eltern 1956 ein Ehrengrab auf dem Friedhof in Highgate erhalten, wird auch ihre Urne darin beigesetzt. Ich bin froh, nicht in diesem Jahrhundert gelebt zu haben und danke für die Aufmerksamkeit.